pasado. Du schaffst ja. Sie gaben ihrem Idol die letzte Ehre. Freunde, Wegbegleiter und Fans konnten in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael Abschied nehmen von Winnetou-Darsteller Pierre Brice. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn einige Male erleben dürfen. Meine ewigen Jagdgründe liegen in Deutschland, sagte der Schauspieler einmal. Nach seiner Verfügung wird er auch hier beerdigt. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Pierre Brice war am 6. Juni in der Nähe von Paris und in den Armen seiner Frau Hella an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.